dich loszusagen von den Konventionen dieser Welt. Lass dich nicht fixieren auf den Standpunkt, den sie dich gestellt. Öffne deine Augen und erkenn, was man dir vorenthält. Die Wahrheit fällt aus Subjektive, so wie man sie dir erzählt. Du bist einer von vielen und dennoch auf dich allein gestellt. Dein Handeln und dein Leben bestimmst leider nicht nur du selbst. Verantwortlich ist jeder, der zu unserer Gesellschaft zählt. Sei nicht nur das Stück Knete, das jeder formt, wie es ihm gefällt. Schieb keinen Hass auf Medien, sondern werde selbst ein Teil. Alles, was du sagen willst, ist es wert herauszuschreien. Für sie bist du eine Zahl, nur ein Punkt in der Statistik. Gefühle, Liebe, Freundschaft sind für sie nicht wichtig. Und dennoch wollen sie alle Einzelheiten erfassen, weil sie dich überwachen bis in deine Gedanken. Was glaubst du, warum sie sich für deine Meinung interessieren und alle darum ringen, Geld in dich zu investieren? Weil du besonders bist, besonders wichtig als Sicherheit für Banken, weil du ihnen den Zins bringst. Jede Firma produziert aus Herzens guten Willen, um jedes einzelne deiner Bedürfnisse zu stillen. Sie wissen, was du machst, womit du dich befasst. Mit jeder Chipkarte und ID bist du erfasst. Nicht zu deinem Schutz oder der Allgemeinheit. Für sie bist du potenzieller Feind ihrer Einheit. Sie geben dir jede Freiheit, dich zu verwirklichen. Bedenke mal den Rahmen, wie sie es dir ermöglichen. Dein Handy kostet Tod, dein Essen kostet Tod. Und du bezahlst schon indirekt mit Geld für den Mord. Du bleibst einfach stumm, weil du meinst, sauber zu sein. Doch mit deiner Ignoranz trägst du einen Teil dazu bei. Verlass dich nicht darauf, dass sie dir Fehler zu geben, sondern achte lieber drauf, worüber sie mit dir nicht reden. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Die Wahrheit für den Monopol, die Lüge für das Volk. Ihr seid alle zufrieden, solange ihr selbst nicht betroffen seid. Denkt, man könnte nichts ändern, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ihr seid so arrogant, um für mich noch Mensch zu sein. Wollt euch weiter fixen, anstatt die Krankheit zu heilen. Jedes scheiß Patent der Pharmaindustrie singt für 1000 Menschen täglich ein Todeslied. Und ihr seid alle Soldaten einer falschen Mission, mit dem Auftrag zu schlafen und im keramischen Thron. Jetzt wacht endlich auf und macht euch mal klar, ihr werdet verarscht jeden einzelnen Tag. Die wahren Verbrecher sind auf Doom in BKA und der Rest der Menschheit wird in seiner Freiheit bestraft. Ihr seid Teil dieses Staats, also gebraucht eure Rechte. Und wenn ihr's nicht kapiert, bleibt ihr für immer die Knechte.